siehst ein bisschen zu hässlich für das Fernsehen aus. Kann dein Freund wiederkommen, der nicht so hässlich einen Schnabel hat? Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe Geobastards. Diesmal live für die Insel. Then you could hide.
Und damit legen wir mal los mit Geobastards auf Fuerteventura. Also nach einem kurzen Zimmercheck musste ich feststellen, dass irgendein Genie hier zwei Scheißhäuser hingebaut hat. Aber mit dem Scheißhaus ist die Spülung ein bisschen komisch. Also Schnickschnack gibt es. Ja, die Aussicht. Ich habe halt sehr viel karge Landschaft im Blick. Aber karg ist eine andere Art von schön. Dann geht's mal los zum ersten Cache. Ist zwar ein bisschen verregnet, aber es hat mehr so diese Schwüle und diese Luftfeuchtigkeit erhöht, wie dann im Tropenhaus ist. Ich habe noch nicht mal meinen ersten Cache gefunden, aber ich merke schon, wie der Seele gut tut, draußen zu sein, keinen Winter zu haben, sondern es ist wirklich warm, also angenehm, man schwitzt jetzt nicht bei jedem Schritt. Hier ist eine Trainingsstätte für Freeclimber anscheinend, die dann auch wie Spider-Man an der Decke rumklettern und so. Also eine kleine Info am Rande, wenn man im Ausland ist, hat man ja meistens Roaming-Gebühren, das heißt, man hat so wie Katja, ne, ein Handy, wo alles mit drin ist, wo man halt genauso nutzen kann. Halt. Ich habe sowas nicht, aber ich habe den C-Geo. Das ist eine App. Von der Aufmachung vom Style finde ich, ist Geocaching die normale App besser. Aber jetzt im Ausland, man kann sich die Caches runterladen, hat die dann ohne Internet völlig zugriffsbereit. Die Daten sind jetzt nicht so passend, weil gerade bei dem Ding, das waren 100, 200 Meter und nicht 150, wie dann im Ding stand. Ah, vielleicht hat auch ein anderer auch mal so einen Fehler gemacht. So, meine nächste Station führt mich jetzt von hier aus nach rechts 150. Ne, 55. Von hier 55 Meter in die Richtung, dann muss irgendwas überdacht sein. Ja, wie gesagt, C-Geo, eine tolle App für die Auslandsreise. Wenn man jetzt ein GPS-Gerät natürlich benutzt, muss man sich über sowas für den Kopf machen. Aber mein GPS-Gerät ist ja nicht so toll. Und da kann man sich auch Kartenmaterial bei Google Maps einfach offline karten, dann hat man eine Karte drauf, dann hat man alles immer drauf. Und ist natürlich kostenlos. Wie immer so schön ist bei diesem wunderschönen Hop. Ich bin jetzt 55 Meter nach rechts gelaufen. Aber außer eine streunende Katze habe ich nichts gesehen. In dieser Mondlandschaft. Da hinten ist irgendwas, könnte überdacht sein, das ist aber wieder mehr als 55 Meter. Naja. Das ist das Einzige, was hier irgendwie hinhaut. Also ich gehe einfach über die Krater dahin. Ich habe echt gedacht, der erste Cache, den ich suche, ist so Strandspaziergang, ein bisschen ganz gemütlich. Ja, sonst hätte ich mir auch nicht meine guten Flanierlatschen, wie Axel sagen würde, angezogen. Geocaching, vor allem mit so einen Schuhen in so einem Gelände, erfolgt immer auf einen Helfer. Ja, hoffentlich sind der Chupacabra da nicht drin. Der Ziegensauger, und das ist ja nur in Mexiko. Aber als alter Globetrotter, der ich ja noch mal bin, ja, kann ich ja mal die Sprache von dem Land, wo ich hin her. Gestern an der Bar auch, ich bestelle ja nicht einen Whisky-Cola bitte, sondern halt ohne Whisky-Cola, por favor. Wenn man so weltgewandt ist wie ich, dann ist das natürlich so. Hallo, jemand zu Hause? Also ich glaube, das mit der Röhre, da habe ich im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre geschaut, da ist es nicht, das wäre wirklich zu fern vom Schuss. Zum Glück bin ich ADAC-Plus-Mitglied, wenn mir was passiert, dann komme ich ja eh irgendwie zurück. Genau da, wo ich vorhin rausgekommen bin. Vielleicht haben sie es einfach wieder komisch formuliert, dass es hier einfach eine Überdachung ist. Oh Mann, ey.
andere hier an den Strand. Und was macht der Geobastard? Der kriecht in eine Röhre. Da ist er. Das ist nicht der Cache. Das ist ein Vorfinal. Das kann man ja aufschrauben. Gut, okay, also. Go back 10 Meter, geh zurück 10 Meter. Ich will 10 Meter hier zurückgehen? Ne, 10 Meter. Wohin 10 Meter? Dann sägt die Wand. Ich will 10 Meter zurück. Number. The numbers. The stones. The tool is in number of the stone. 9. Diese feine Geschichte mit dem Paddling und diesen Hinweisen Numbers, Stones, Wall, keine Ahnung wie ich schneid, aber ich habe ein Foto gesehen, da stand Ersatzdose drunter und hier ist das Ding, ich denke mal, das ist jetzt der Cache, dann haben sie da einfach nicht weggerannt oder weiß ich. Auf jeden Fall hätte ich gar nicht da hinten im Ödland rumkraxeln brauchen. Jetzt kommt nur noch voll die Sonne raus. Oh, geil. Ja, ich habe mich eingetragen. Ja, wie gesagt, also ist ein bisschen irreführend. Ich bin durch das Foto drauf gekommen und musste dann eigentlich wieder zurück durch das Free Climbing Ding. Naja, muss man jetzt nicht verstehen, das Feine, ich hab mir gefunden. Ach ja, die Neigung ist hier ein bisschen stärker als im Trocken. Aber ist geil, ich merke, wie es mir besser geht. Obwohl ich mich auspower, tanke ich Energie. Das ist ein bisschen absurd, aber Geocacher verstehen sowas. I am a man of constant sorrow. Hier ist es dann glaube ich scheiß auf Weg, weil das wird da oben auf dem Geröllhaufen sein. Am nächsten Mal nehme ich meine Trekking-Schuhe. Aber man muss halt mal dazulernen. Ist immer so im Leben. Macht erst einen Fehler, macht ihn vielleicht ein zweites Mal. Und dann weiß man aber, wie man es besser machen kann. Farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised. The place where I was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure. Gucken wir mal, wo das Mistding ist versteckt. Ich habe noch zufälligerweise zwei Travelbugs dabei. Die hat der Twisty mit ihm. Nachdem ich erstmal versucht habe, Koordinaten ein bisschen genauer zu finden, habe ich ihn jetzt glaube ich unter Stein, wo sonst. Da ist er. Geocache-Box, don't take it away. Ja. AFK Geocaching, das nehme ich doch mal mit. Ich glaube, das ist einer von diesen, wir machen mal ein Wettrennen, Travelbugs, die so weit wie möglich reisen sollen. Ja, das ist so dann gut für den, den ich mitnehme nach Old Germany. 31.01. heute war schon mal einer hier. Ja, und hier haben wir die beiden Travelbugs, die ich von Twisty habe. Einmal irgendwie der Name von zwei Hunden, ich habe das jetzt mir nicht gemerkt, Lola und Bibi oder so. Und ein Drache. Bei dem war aber die Mission, er soll nach Usedom. Ich habe auf die Karte geguckt, er war auch einmal in Usedom. Deswegen denke ich mal, werde ich den jetzt erstmal hier drin lassen, dann ist er halt mal auf einer anderen Insel. Die Hunde kommen noch mit, dann kann ich euch auch mal genau den Namen von den Tönen sagen. Das ist das gute Stück. Der
Usedom-Cache, sag ich jetzt mal, der Dragon. Ich glaube, für Drachen ist das auch eine viel bessere Landschaft hier. Da hinten habe ich vorhin einen Esel gehört, da hat er Futter. Weite, öde Vulkanlandschaft, das ist doch perfekt. Und ins Cachechen. So. Ja, ich werde jetzt mal gucken, dann gehe ich jetzt noch ein Stück hier runter, da ist noch inner. Und dann muss ich auch schon wieder hinten zu meinem Hotel. Es gibt ja bald Abendessen. Ja, naja. Ich bin jetzt den Bergkamm hinter mir runtergelaufen. Genau mitten durch die Abfalldeponie des Hotels hinter mir. Der nächste Cache hat auch mit dem Hotel zu tun. Also das ist anscheinend ein Hotel gewesen, das ewig geschlossen war und jetzt wieder aufmacht. Und ja, ich muss sagen, fortschrittlich ist das hier nicht. Weil die den ganzen Müll direkt an den Berg einfach hinschmeißen, die Palmen da gehen da schon ein und alles stirbt da ab und da liegt echt aller möglicher Plunder. Also ich bin hier wirklich runtergelaufen, bin über Matratzen gestiegen, Möbel bis hin von Bauschrott und allem, jetzt hier wieder über Schrottplatz. Also das ist echt assi so. Die sind so Länder, die leben vom Tourismus und machen das, was ihnen Geld bringt, nämlich ihr Land, machen sie kaputt. Dann verabschiede ich mich erstmal für den heutigen Tag. Mal gucken, wie ich morgen den Tag gehe. Jetzt gehe ich erstmal ins Hotel mal futtern und dann das All-Inclusive-Angebot ausreizen. Achso, ich mache halt mal wie so ein richtiger YouTuber. Ich mache einfach mal ciao. Ja, Tag 2. Ich bin ein bisschen durch. Ja, die letzte Nacht mit dem irischen Jockey, einigen Holländern, sogar Schotten, war sehr lang. Aber jetzt ist es Mittag, Siesta-Zeit. Zumindest ist es für die Einheimischen, aber ich werde jetzt hier rumlaufen. Direkt hinter mir an dem blauen Schild befindet sich auch wieder ein Geocache. Aber extrem viele Leute sind auch gerade hier. Also ich weiß ja nicht, wer auf die Idee kommt, hier einen Cache zu verstecken. Aber auf dem Kreisel hinter mir, da soll einer liegen. Also, das ist, hier gibt es nicht mal Überwege. Hier kann man nicht rüberlaufen. Kreisverkehr, ey. Irgendwie sieht das gruselig aus, dieser Antibio. Okay, Platte darum, dass mich irgendjemand erkennt, weil ist sowieso schwachsinnig. Das ist ein riesiger Kreisverkehr, wenn wahrscheinlich öfters Touristen hochlatschen. Ach, das ist ein beschissener Platz. Ich bin hierher gefahren, weil ich dachte, so weit das Land, im Hintergrund sieht man ja die Berge. Hier ist ja weit und breit manchmal kein Mensch, aber genau in dieser Touri-Zone müssen sie die Dinger einpacken und im Kreisverkehr. Aber danke für den Cash. Man ist ja zwangsläufig dazu angehalten, auch immer. Aber da ist nichts. Ja, im Hintergrund sieht man das Hotel. Die Cacher wollen wissen, wie der Bau vorangeht. Seht selbst, also die Owner, die das hier Licht haben wollen, wissen, wie der Bau vorangeht. Gut. 3 Meter und ich müsste da sein. Ja, ich habe ihn gefunden. Ich muss nur aufpassen. Weil, warum sollte hier in der Steinweg wollen? Ich meine, ein bisschen doofer Platz, weil der genau gegenüber ist das Hotel. Blackie und Whitey bleiben hier. Ich weiß richtig den Namen nicht, einer L und einer B und das halt Liboa, Lanboa, das ist der Schwarze und der Weiße Hund bleiben hier. Die können von hier aus nicht weiterreisen. Die kommen aus Österreich, Austria, also aus Australien. Austria. Ja, eine ganz Globetrotter weiß ja, dass Austria Austus heißt. Muschel. Ja. Oh, ich glaube, fertig von gestern. So. Ja, haben jetzt bestimmt etliche Leute gesehen, aber
was soll man machen, also entweder das weiß ich, Cash woanders hinpacken. Und nicht hier in der Parkzone von einem Hotel. Gut. Oh. Dann geht's mal weiter zum nächsten und ich werde doch langsam wieder nüchtern. Heute Abend trinke ich nicht. Heute gehe ich ins Bett. Mit Iren und mit Schotten saufen, das ist nicht gut. Das ist lustig, aber nicht gesund. Ich suche nach den Atlashörnchen, so heißen die. Der Cache hat was mit denen zu tun, weil die hier häufig zu finden sind. Und wenn ich die finde, finde ich auch hoffentlich den Cache. Ja, ich suche jetzt die Hörnchen. Ich hasse es. Es ist echt zum Kotzen. Das ist der Hinweis Steine. Das ist so wie der Hinweis Baum im Wald nicht hilfreich. Und überall sind die nackten Rentner. Eigentlich ganz angenehm. Da oben ist er. Hier kann man sich ganz gemütlich hinsetzen. Geiles Wetter, geile Aussicht. Was will man mehr? Ist schon schön hier. Ich freue mich allerdings auch schon darauf, Caches zu suchen, die nicht direkt in so einem Touri belebten Gebiet sind. Also bin ich echt mal gespannt, wie das wird, den Vulkan hoch. Und dann geht's weiter. So, und jetzt geht's am Strand zurück. 6 Kilometer ungefähr. In wunderschöner Landschaft. Das Lustige für alle, die noch nie auf Fortventura oder so in Insel waren, was an der Ostsee die Windschutzzäune sind, wird hier alle aus massivem Stein selber immer. Bleibt der noch stehen, muss man ja nicht wegräumen. Ja, und irgendwo hier 50 Meter müsste dann noch eine Dose warten. GPS sagt 10 Meter hoch, dann gehe ich auch 10 Meter hoch. Vielleicht wartet da unten auch gerade ein Geocacher. Hat auf sein Handy geguckt, sah verdächtig aus. Echt jetzt? Ist das bescheuert, das Ding? Warum zeigst du denn jetzt 6 Meter da runter? Ja, ich bin ein bisschen zu weit hochgeklettert. Jetzt wieder zu weit runter. Und jetzt klettere ich aber hoch. Und das Schöne ist, weil meistens sind die Dinger ja unter Steinen, dass welche, also viele Leute, erstmal sind die Cacher halt deutschsprachig, und dass halt viele Leute Spoilerbilder drin machen. Da kann man gucken und den halt jetzt unter dem Stein erkannt und das sieht einfach gut aus. Et voilà. Und ich würde sagen, für heute reicht's mir. Ich laufe jetzt mal ins entspannte Strand runter. Ach, ist doch klasse hier. Was will man mehr? Außer halt vielleicht mit Frau und Kind zu teilen. Aber das Leben geht weiter. Einen Cache findest du, den anderen verlierst du. Mal wird ein Cache zerstört. Geht immer weiter. Geht immer weiter. Würde man in diesen schönen Höhen wohnen, wären wir jetzt schon angekommen. Wunderschöne Landschaft. Man merkt richtig, wie die Seele wieder aufblüht, dass man ja Kraft tanken kann. Und dann im kalten, verschneiten Deutschland, wo jetzt wahrscheinlich gerade 15 cm Neuschnee liegen, den Winter zu überstehen und alt neu zu beginnen. Dann kommt der Frühling, der Lenz. Und dann erblüht das Leben von neuem. Geocaching als Therapie. Ja, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ob das bescheuert ist, einfach nur eine Flucht nach vorne vor der Realität. Oder ob es halt gut tut. Ich finde, Geocaching als Therapie ist eine super Sache.
Man ist draußen. Draußen zu sein und neue Leute kennenzulernen und Orte, das ist das, was einem, glaube ich, dabei hilft, den Sinn des Lebens nicht zu verlieren. Dass das Leben einfach lebenswert ist, egal was passiert. Jedem passiert mal Scheiße. Aber hey, da steht man drüber. What a wonderful Thank you.